Dann darf ich Sie herzlich zurückbegrüßen zur Tagung Menschen und Außerirdische. Es geht weiter mit dem nächsten Referenten, Dr. Carsten Kruschel. Er ist Historiker und Germanist und hat promoviert über die Science-Fiction-Literatur in der DDR und ist seit 2010 tätig als freier Schriftsteller und seine Romane sind auch schon preisgekrönt. Heute wird er referieren über Szenarien des Erstkontakts in der Science-Fiction-Literatur. Herr Dr. Kruschel. Okay, danke. Also als ich mich vorbereitet habe auf diesen Vortrag, habe ich festgestellt, der Erstkontakt kommt ja in der Science-Fiction-Literatur gar nicht so furchtbar oft, wie ich das in Erinnerung hatte. Ich habe zum Beispiel versucht, am Anfang meines Vortrages zu brillieren mit einer Analyse einer Erstkontaktgeschichte von den Steinmüllers, aber die haben keine geschrieben. Was? Oh, holen wir nach. Daran werde ich dich erinnern, ja. Also es ist gar nicht so einfach und die meisten Erstkontaktgeschichten, die es gibt, sind auch alle schon ziemlich alt. Merkwürdigerweise hört das so Ende der 80er, den frühen 90er Jahren auf mit den Erstkontaktgeschichten, jedenfalls fast völlig. Das hat auch einen gewissen Grund, auf den komme ich am Ende des Vortrags nochmal kurz zu sprechen. Die frühen Erstkontaktgeschichten folgen immer zwei Grundmustern, so Grundszenarien. Das eine ist, dass die Aliens sind uns überlegen und wollen uns alle umbringen. Das wäre dann Krieg der Welten, Herbert George Wells. Wurde von Karl-Heinz Steinmüller vorhin schon erwähnt. Und die zweite Variante ist, die Aliens sind uns auch überlegen und sie wollen aber uns besser machen, als wir sind und sind ganz lieb. Das wäre der Gegenentwurf Kurt Laßwitz auf zwei Planeten. Da sind die Marsianer so richtige Edelmenschen und wollen uns besser machen, als wir sind. Das ist ein scheinbar so ein Grundmuster, das wird noch später noch mal wieder auftauchen. Im Kalten Krieg überwog viele Jahre in der westlichen Science-Fiction das Muster der bösen Aliens, die die Erde überfallen und versklaven wollen oder die Menschen aufessen oder die Rohstoffe wegnehmen oder was auch immer sie auf der Erde tun wollen und das tun sie mit Gewalt. Das war natürlich eine Spiegelung der Ängste vom Atomkrieg im Kalten Krieg und manche von diesen Erstkontaktszenarien lassen ziemlich unverhüllt erkennen, dass mit den Aliens eigentlich die Russen gemeint waren. Im Osten hat das nicht stattgefunden, diese Geschichten, weil da gab es ein ideologisches Dogma, und zwar das Dogma, dass die Menschheit, dass intelligente Menschen sich ja gesetzlich sozusagen, aus Naturgesetzen heraus, vom Niederen zum Höheren entwickeln, also irgendwann den Kapitalismus hinter sich lassen, den Sozialismus aufbauen und dann irgendwann im Kommunismus landen und die Welt ist schön und alles ist gut. Wenn man das jetzt auf fremde Intelligenzen anwendet, heißt das ja, jede fortgeschrittene Zivilisation, die Raumfahrt beherrscht und uns besuchen kann, muss notwendigerweise die kommunistische Gesellschaft schon aufgebaut haben und dann sind sie ja lieb und gut und können uns nicht mit Krieg überziehen. Also gab es in der SF der sozialistischen Länder so gut wie keine Erstkontaktszenarien, wo die Alien über die Menschheit herfallen. Mit einer kleinen Ausnahme, es gibt ja immer eine kleine Ausnahme, in den letzten DDR-Jahren erschienen ein paar Romane, wo dann ganz böse kapitalistische Aliens die gute Erde überfallen haben. Und das waren interessanterweise Auftragsarbeiten. Da sollte also der Klassenkampf im Kapitalismus auch mal literarisch dargestellt werden. Ich sage nur, die Engel in den grünen Kugeln von Alexander Kröger, wo dann so eine Art Mischung aus James Bond und, wie heißt der immer hier aus Büroklammern Atombomben baut? MacGyver. So eine Mischung aus James Bond und MacGyver fegt dann die Außerirdischen mit einer Atombombe vom Planeten. Ist natürlich auch eine tolle Konfliktlösung. Deswegen gab es diese Teilung zwischen West und Ost. Und die Szenarien, die außerhalb dieses engen Themenkreises liegen, die habe ich mal mir ein bisschen näher angeschaut. Das trivialste Szenario von allen ist natürlich, wir treffen auf Aliens und reden mit ihnen. Da gibt es ein paar ganz billige Tricks, wie man sich um eventuelle Verständigungsschwierigkeiten herummogeln kann. Der Trick im Star Trek-Universum ist ein Universal-Translator.
Das ist eine Maschine, die hört sich 4, 5 Sätze in der fremden Sprache an und synthetisiert die gesamte restliche Sprache und übersetzt dann live. Ist natürlich eine schöne Vorstellung, natürlich völlig illusorisch. In Geschichten, die sehr weit zurück in dem Universum spielen, haben sie halt eine geniale Sprachwissenschaftlerin, die diese Fähigkeit hat. Noch frecher hat das der gute Douglas Adams gemacht. Der hat sich nämlich den Babelfisch ausgedacht. Der Babelfisch ist ein kleiner, glitschiger Fisch, den steckt man sich ins Ohr und pack, kann man jede Sprache der Welt verstehen. Und vor allem muss der Autor sich keine Begründung ausdenken, warum die Leute so schön miteinander reden können. Das ist natürlich sehr, sehr bequem. Hat natürlich mit Nachdenken über Außerirdische herzhaft wenig zu tun. Dann gibt es noch die Variante, dass die Außerirdischen in Wirklichkeit schon längere Zeit im Orbit um unsere Erde gekreist sind. Und dabei haben sie, indem sie unser Fernsehen geguckt haben und unser Radio gehört haben, unsere Sprachen gelernt. Je nachdem, welche Sender sie da eingesteuert haben, tun sie mir mehr oder weniger leid. Das ist natürlich alles sehr unwahrscheinlich, weil damit das so ablaufen kann, müssten die beiden Zivilisationen, also unsere und die der Aliens, annähernd symmetrisch sein. Und was unsymmetrische Kulturkontakte anrichten können, das haben wir ja in der Geschichte der Menschheit mehrfach erlebt, etwa als die Spanier in Mittelamerika gelandet sind. Da sind ja ganze Zivilisationen zerstört worden. Ja, das Szenarium will ich jetzt nicht weiter ausführen, da will ich lieber auf das Buch von Herrn Gerritsen verweisen, der hat sich da tiefer liegende Gedanken drüber gemacht, die muss ich hier nicht wiederholen. Und Unterthema, wir treffen auf Aliens, wir reden aber nicht mit ihnen, weil sie sind nicht mehr am Leben, wir treffen also nur auf ihre Hinterlassenschaften, auf ihre Gebäude, auf ihre Maschinen, auf ihre Anlagen oder ihre Raumschiffe. Da gibt es in der DDR-Literatur einen starken Roman namens Die stummen Götter von Arne Schöberg, wo die menschliche Expedition auf dem fremden Planeten keine Aliens findet, aber eine offensichtlich immer noch funktionierende Infrastruktur. Und sie verstehen diese Infrastruktur überhaupt nicht, versuchen aber gegen sie vorzugehen und werden dann am Ende mit einer ziemlichen Niederlage nach Hause geschickt. Ähnlich ist es bei Stanislaw Lem im Planet des Todes. Da findet man auf der Venus eine große thermonukleare oder wie auch immer funktionierende Kampfmaschine, die dazu dienen sollte. Die Venusmenschen oder die Venusier, wie sie heißen, wollten die Erde vom Menschen befreien und sich dann dort selber niederlassen. Ist aber leider nach hinten losgelassen und es gibt keine Venusier mehr. Ist auch eine Idee, die korrespondiert mit dem Fermi-Paradox, dass er verweist auf die Ungleichzeitigkeit der Zivilisation. Das heißt, die Menschheit hat von den Venusiern nichts gehört, weil es gibt sie nicht mehr. In dem Augenblick, wo die Menschheit die Radioapparate entwickelt hat, die Empfänger entwickelt hatte, die Signale der Venusier zu empfangen, waren sie alle schon tot und haben nicht mehr gesendet. Es kann natürlich sein, dass immer nur eine Zivilisation in der Galaxis oder im Universum auf einmal existiert und eine zweite entsteht erst dann, wenn die erste untergegangen ist. Dann stellt sich jede Zivilisation nacheinander die Frage, wie war's, wo sind sie alle? Where is everybody, genau. Wenn nämlich die Entstehung von intelligenten Zivilisationen mit einer gewissen Unwahrscheinlichkeit behaftet ist, dann ist die Zeit zwischen der Entstehung von verschiedenen Zivilisationen natürlich auch besonders lang. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit wächst, dass jede Zivilisation für sich immer alleine ist. Nächstes Szenario. Wir treffen auf die Aliens und wir können nicht mit ihnen reden. Halte ich für sehr viel wahrscheinlicher als das andere. Denn eine fremde Zivilisation wird ja nicht nur eine andere Sprache haben, sondern komplett andere Bezugssysteme, auf die sich die Sprache bezieht. Wenn die Zivilisationen extrem asymmetrisch sind, ja, also die eine Zivilisation Begriffe und Worte hat für Dinge, die die andere Zivilisation überhaupt nicht kennt, kann man sie ja nicht mal übersetzen. Das ist das Problem bei Übersetzungen zwischen sehr asymmetrischen Zivilisationen, dass man das nur schwer übersetzen kann, weil wie will man einem Eskimo die Mikrowelle erklären?
Da gibt es eine ganze Reihe von Büchern, in denen das beschrieben worden ist. Über Stanislaw Lem und Solaris brauche ich nichts mehr zu erzählen. Das hat Karl-Heinz Steinmüller schon gemacht. Aber Lem hat sich noch ähnliche solche Fiaskos, solche Szenarien ausgedacht. Zum Beispiel in seinem Roman Fiasko. Da entdeckt die Menschheit eine intelligente Zivilisation auf einem fremden Planeten, fliegt hin und stellt fest, die wollen nicht mit uns reden. Die weigern sich. Das geht dann so weit, dass das Ganze in einer kriegerischen Auseinandersetzung, in einer fürchterlichen Katastrophe endet und sowohl das irdische Raumschiff als auch die fremde Zivilisation vernichtet werden. Wer sagt uns eigentlich, dass eine fremde Zivilisation mit uns reden will? Da projizieren wir doch schon wieder etwas in die Fremden hinein, denn wir würden gerne mit Außerirdischen reden, aber die Außerirdischen wollen vielleicht nicht mit uns. Eine andere Version des Konzepts hat Stanislaw Lem in dem Roman Eden geschildert. Da landet ein Raumschiff in einem Planeten, nicht auf, in, also sie bohren sich beim Absturz rein, graben sich dann mühselig aus und finden heraus, es gibt eine Zivilisation auf diesem Planeten, aber wir verstehen sie nicht, überhaupt nicht, kein bisschen. Die Wesen, die da leben, werden Doppels genannt und bestehen aus zwei miteinander verwachsenen Wesen, also ein so ein Nilpferd-ähnliches Unterbauwesen und ein oben ausklappbarer, menschenähnlich aussehender Torso. Aber weder mit dem einen noch mit dem anderen kann man reden. Und die tun Dinge, die man überhaupt nicht versteht. Da passieren Dinge, die sehen aus, als wäre es ein Mord, ist aber ganz offensichtlich ganz was anderes. Man weiß nicht was. Da werden Maschinen gebaut, die tun Dinge, die völlig sinnlos erscheinen, aber die offensichtlich irgendeine Wichtigkeit besitzen. Man findet nicht heraus was. Bis zum Schluss des Buches, da sind die schon ziemlich verzweifelt, die Raumfahrer, bleibt es ungesagt und unahnbar, was auf diesem Planeten vor sich geht, weil das eine völlig fremde Zivilisation ist. Ein schönes Beispiel noch in der Ruhe wäre auch der Unbesiegbare, der kam heute auch schon zur Sprache. Nächstes Szenario. Wir treffen auf Aliens und schießen auf sie, es gibt Krieg. Dazu kann man Herrn Heinlein nennen und seine Starship Troopers. Da gibt es diese außerirdischen, käferähnlichen Wesen, die Bugs genannt werden und von Brain Bugs angeführt werden. Das dient eigentlich nur dazu, möglichst viel Action unterzubringen und möglichst viel Geballer. Es gibt dafür das Untergenre in der Science Fiction, die Military SF. Wieder ein Unterszenario davon ist, wir treffen auf Aliens und schießen aus, es gibt Krieg und wir verlieren. Zu dem Thema verweise ich wieder auf das Buch von Gerritsen. So, dann gibt es doch die Version, dass sich endlose Kriege entwickeln mit verschiedenen Alienrassen. Da gibt es einen deutschen Autor, Dirk van den Boom. Der hat eine Reihe installiert, wo die Menschheit permanent gegen sogenannte Tentakel kämpft. Das sind pflanzliche Aliens, die herausgefunden haben, dass ihre Setzlinge, die haben ja logischerweise keine Kinder, die geboren werden oder schlüpfen oder so, sondern Setzlinge, dass die am besten wachsen, wenn man sie in ein lebendes menschliches Gehirn umtopft. Die Menschen mögen das natürlich nicht so besonders. Aber die Motivation der Aliens ist sehr schön klar und deutlich. Und ich glaube, er hat bisher 6 Romane geschrieben, oder es können auch 9 sein, ich weiß es nicht. Und es verkauft sich gut. Also es ist ein bisschen Horror mit dabei. Das ist auch eine Möglichkeit, Bücher zu verkaufen. So. Ist auch wieder Military SF letzten Endes. So, nächstes Szenario, verwandt mit den anderen, man kann die nicht so genau trennen. Aliens kommen, wollen die Erde erobern, uns alle vernichten, aufessen, es gibt planetaren Krieg. Da wären dann so Dinge wie, das ist dann das Independence Day Muster. Oder eine Variante davon ist eine Geschichte von Theodore Sturgeon, die heißt Occam's Skalpell. Da stellt sich langsam heraus, dass die ganze Umweltverschmutzung, Klimaerwärmung, Ausstoß von Giften, Verpestung der Meere, dass das alles ein Plan ist. Das ist gar nicht unabsichtlich von den Menschen gemacht, sondern es ist ein Plan. Es gibt Aliens, die haben sich als Menschen kostümiert und sind in hohen Positionen in Wirtschaft und Politik und treiben die Verschmutzung der Erde heran, denn sie kommen von einem Planeten mit einer Giftatmosphäre und wollen die Erde gern für sich. Im Augenblick ist die aber viel zu sauber, um da drauf zu leben. Muss also kräftig verdreckt werden, damit sich diese Aliens wohlfühlen können.
Schöne Erklärung. Es gibt Tage, an denen ich sowas durchaus für möglich halte. Ja. Kommen wir zu den nicht so ganz trivialen Szenarien. Erstes Szenario, wir kriegen die Aliens einfach nicht mit. Da gibt es ein sehr schönes Buch aus der DDR-SF von Rainer Fuhrmann, Die Untersuchung heißt das. Da sind die Aliens auf einem Mond des Saturn, glaube ich, kann auch ein Jupiter gewesen sein, und die Menschen trampeln buchstäblich auf ihn herum, weil sie gar nicht begreifen, dass das Aliens sind. Sie begreifen nicht mehr, dass das Lebewesen sind, denn diese Wesen sind Kristalle. Kristalle, die langsam wachsen und auch langsam denken. Für diese Kristalle mit einem ganz anderen Zeitrahmen muss menschliche Tätigkeit so wirken, wie auf uns ein Schwarm Mücken, der um unseren Kopf herumschwirrt. Wir haben es also sehr schwer, überhaupt vernünftig zu reagieren. Und die Menschen haben es sehr schwer, überhaupt zu begreifen, dass die rätselhaften Vorgänge, die sie da vorfinden, das geht ja bis zu einem Attentat ganz am Anfang, dass das von einer fremden Intelligenz verursachte Aktionen sind. Das Ganze ist gekleidet in die Handlung eines Kriminalromans. Es wird ein Ermittler hingeschickt, der den Unfall, der ein Attentat war, aufklären soll. Und der stößt dann langsam auf diese Tatsache. Sehr empfehlenswertes Buch. Anderes Buch, auch DDR-SF, von dem Philosophen Hubert Horstmann. Der hat ein Buch geschrieben, Die Rätsel des Silbermonds. Auch wieder ein Mond eines Gasplaneten. Da gibt es Pilze, die in flüssigem Methan leben und große Herden bilden. Und langsam stellt sich heraus, peu à peu, die sind nicht nur lebendig, die sind auch vernunftbegabt, wenn auch ihre Vernunft von einer sehr speziellen Sorte ist. Die werden dann Lisitschki genannt, das ist ein russischer Name für irgendeinen Pilz. Und man schließt erst ganz, ganz langsam seinen Frieden, weil natürlich die Behörden und die staatlichen Einrichtungen, genau wie bei Fuhrmann, nicht zugeben wollen, dass da Leben existiert, das so anders ist als unser irdisches Leben. Bei den Strugatskis gibt es eine Geschichte, die heißt Der Jäger. Da besucht ein Mann immer wieder das naturwissenschaftliche Museum, wo ein Tier ausgestellt ist, das er mal geschossen hat auf einem Planeten, auf dem man nie wieder ein solches Tier gesichtet hat. Und so langsam stellt sich heraus, da war in der Nähe des Tieres noch ein Stück Kleidung und ein Stück Metall. Das war offensichtlich mal ein Tank. Und irgendwo muss noch das Raumfahrzeug stehen, mit dem dieser Außerirdische auf dem Planeten gelandet ist. Und so langsam bildet sich in diesem Jäger die Erkenntnis heraus, dass er da eine fürchterliche Schuld auf sich geladen hat. Er hat nämlich in der Meinung, es mit einem Tier zu tun haben, einen außerirdischen Raumfahrer abgeknallt. Was uns wieder zu der Frage stößt, wie erkenne ich intelligentes Leben, wenn ich es sehe, und wie erkenne ich überhaupt Leben? Interessantes Konzept gibt es beim amerikanischen Autor namens Werner Winch. Der hat sich ein Weltall ausgedacht, in dem es langsame und schnelle Zonen des Denkens gibt. In den langsamen Zonen ist keine Überlichtgeschwindigkeit möglich und auch Intelligenz ist limitiert. In den schnellen Zonen ist Superintelligenz möglich und überlichtschnelle Fortbewegung. Und ganz weit draußen ist nur Genialität und im Grunde genommen Götter. Und wir sind in der dummen Zone. Das Problem ist, dass die hocheloquenten, hochverschlüsselten, intelligenten Signale, die die Superintelligenzen im schnellen Bereich miteinander austauschen, so komplex sind, dass sie im langsamen Bereich gar nicht wahrgenommen werden können. Schöne Erklärung für das Schweigen des Universums. Dann gibt es noch Aliens, die wir nicht mitkriegen, weil wir sie einfach nicht sehen können. Bei Ian Banks gibt es zum Beispiel die Rasse der Solarier, das sind Wesen aus Plasma, die leben im Inneren von Sonnen. Sind natürlich auch schwer aufzuspüren und tauchen in dem Augenblick auf, als eine, ich weiß nicht, ob sie Menschen waren oder eine andere außerirdische Rasse, eine Waffe erfunden haben, mit der man Sonnen sprengen kann. Das lockt sie aus ihren Sonnen heraus. Nächstes Szenario, die Aliens kriegen uns nicht mit. Arkadi und Boris Strugatzki, Picknick am Wegesrand. Da haben Aliens, die niemand jemals auch nur eine Sekunde lang gesehen hat, in mehreren Zonen rund auf der ganzen Welt, haben sie ihren Müll liegen lassen. Die müssen da gewesen sein und haben Müll rumliegen lassen. Und sie verstehen nicht mal diesen Müll. Da gibt es dann merkwürdige Dinge, die zum Beispiel kleine tropfenförmige Dinge, die kann man an elektrische Geräte anschließen und die geben unaufhörlich eine starke elektrische Energie ab und werden nie alle. Sind natürlich sehr begehrt.
Eine andere Hinterlassenschaft, die rumgelassen wird, ist die sogenannte Hexensülze. Das ist ein Schwirren in der Luft und wenn man da reingerät, wird man gründlich durchgerührt, püriert. Und man kann es nur ganz schlecht vorher sehen. Deswegen sind diese Zonen sehr gefährlich, werden abgesperrt, werden streng militärisch bewacht. Was passiert natürlich, wenn Menschen auf so etwas stoßen? Es gibt dann Schmuggler, die Zeug aus der Zone rausschaffen. Es gibt Bestechung bei den Leuten, die die Zone bewachen müssen und so weiter und so fort. Die ganze Banalität des Menschen wird dann natürlich aufgedröselt. Von Arthur C. Clarke gibt es ein berühmtes Buch namens Rendezvous mit Rama. Da fliegt ein riesiges Raumschiff quer durchs Sonnensystem, reagiert auf gar nichts, lässt die Menschen, die es untersuchen wollen, auf sich herumkrabbeln und verlässt das Sonnensystem wieder, ohne uns auch noch zur Kenntnis genommen zu haben. Denn die haben dann dasselbe Problem. Die haben ihre Vorstellung von außerirdischem Wesen und ordnen uns da vielleicht gar nicht ein. Dann reagieren sie auch nicht auf uns. Das Szenario, die Aliens entdecken uns und sind sehr verwundert über uns. Da gibt es ein komplett aus der Alien-Perspektive geschriebenes Buch von Klaus Frühauf, Am Rande wohnen die Wilden heißt das. Da wird eine Alien-Welt, eine außerirdische Welt geschildert. Die haben aus Gründen der Hygiene und der besseren Überschaubarkeit alles, was Natur ist auf ihrem Planeten, abgeschafft. Sauerstoffversorgung wird chemisch geregelt, Nahrungsmittel werden künstlich hergestellt, sämtliche Flächen sind mit Plastik versiegelt, es gibt keinen Baum, keinen Strauch, keinen Vogel, kein Insekt, alles weg. Alles schön sauber, aufgeräumt, steril. Und die kommen auf die Erde und sind völlig entsetzt, dass dieser von Krankheiten und Bakterien und Mikroben nur so wimmelnde Planet eine Tierart hervorgebracht hat, die von sich behauptet, intelligent zu sein. Und die lassen sich auch nur sehr schwer davon überzeugen. Letzten Endes musste der Autor zu dem Kunstkniff greifen. Einen dieser Außerirdischen, die nennen sich Mornen, dem fällt in Kuba, glaube ich, ein Baum auf den Kopf und zerfetzt seinen Skafander und die aggressiven irdischen Keime überschwemmen seinen Körper und drohen ihn zu töten. Und dann gibt es eine weltweite heldenhafte Aktion der Menschen, um diesen Außerirdischen zu retten. Und das überzeugt dann die Mornen, dass die Menschen vielleicht doch ein bisschen intelligent sind. Eine andere Erklärung, das habe ich vorhin erwähnen sollen, es gibt ein Konzept von einem Amerikaner, dessen Name mir nicht einfällt, für ein Raumschiff, mit dem man fremde Sternsysteme erforschen kann und den ganzen Weg Schwierigkeiten aus dem Weg gehen kann. Nämlich, man hat ein Raumschiff in der Größe einer Bierbüchse. Die Bierbüchse ist vollgestopft mit miniaturisierter Elektronik. In dieser miniaturisierten Elektronik ist eine Matrix, in der die Persönlichkeiten von abgespeicherten Raumfahrern in einer Scheinwelt leben. Dann ist es auch egal, wie lange die Bierbüchse fliegt. Und die können bei uns in den Orbit eintreten, können uns gründlich studieren, den Kopf schütteln und wieder abdrehen. Oder sie melden sich. Kann auch sein. Aber auch das ist eine Erklärung für das Schweigen des Universums. Wenn diese Form der Raumfahrt sich durchgesetzt hat, davon merkt man nichts. Nächstes Szenario. Die Aliens kriegen uns schon mit, aber wir sind ihnen egal. Das ist wieder Lem, der Unbesiegbare. Habe ich aber selber auch gemacht in meinen wilden Büchern. Da gibt es ja auch dieses Riesenlebewesen, das den gesamten Äquator eines Planeten überwuchert hat. Man weiß nicht, ob es intelligent ist, aber es hält nicht viel von den Menschen. Ich will jetzt nicht weiter Werbung machen. So, nächstes Szenario. Den Aliens sind wir überhaupt nicht egal. Und deswegen, genau deswegen sind sie schon lange auf der Erde und haben die Geschichte beeinflusst. Das ist das, womit sich die Präastronautik befasst, mit den Astronauten, die Terrassen von Babel gebaut haben zum Beispiel. Manche sind auch der Meinung, die Pyramiden wären von Aliens errichtet worden. Das ganze, das ganze Gedankengebäude von Herrn Däniken. Ich habe versucht, das zu lesen, aber da werden ja wirklich alle Rätsel der Vergangenheit mit von Aliens erklärt. Interessant ist noch ein Buch von Zoltán Csernay, das ist ein Ungar, Ballade von der Sintflut, 61, ich glaube, das war sogar noch vor Däniken. Da sind Aliens auf der Erde gelandet, also mehr oder weniger notgelandet, lösen versehentlich die Sintflut ab, flüchten in den Himalaya und degenerieren und werden zu Yetis. Da hat er also alles reingepackt.
Carl Sagan hat den Roman Kontakt geschrieben, wo die Außerirdischen uns nichts Physisches schicken, sondern sie funken uns einen Bauplan für eine Maschine. Und mit der Maschine kann Jodie Foster dann eine fremde Dimension betreten und sonst wohin reisen. Und es gibt tiefsinnige Sprüche am Ende. Also der Austausch von Informationen, um etwas zu bauen, ist natürlich eine Möglichkeit, diese gewaltigen Entfernungen zu überbrücken, ohne sich Warpantriebe und Ähnliches auszudenken. Wolf Weitbrecht hat einen Roman geschrieben, Die Stunde der Delfine heißt der. Da entpuppen sich unsere Sagen als Hinweise auf Außerirdische, zum Beispiel es gibt dann also Lauriniden, also die wurden auf der Erde als Zwerge bezeichnet. Und am Ende stellt sich heraus, dass eine Botschaft von den Außerirdischen in sumerischer Keilschrift in den Gehirnen der Delfinen kodiert ist. Auch eine Methode, miteinander zu reden. Dann gibt es die Szenarien, in denen die Aliens die Menschen dazu bekehren wollen, sich besser zu benennen. Das ist dann wieder ein bisschen die Kurt-Laßwitz-Geschichte. Karl-Heinz Tuschel, auch ein DDR-Autor, hat einen Roman geschrieben, in dem die Aliens uns eine Warnung schicken vor einem Asteroidenfeld, das das Sonnensystem zu durchqueren droht und dabei die Erde und alle anderen Planeten zertrümmert oder auch nur die Erde, ist auch egal. Und die Menschheit muss sich zusammenschließen und alle nationalen Dinge hintanstellen und Wirtschaftsimperien gründen, um eine Flotte zu bauen und diese ganzen Asteroiden abzudrängen oder zu sprengen, damit die Erde nicht komplett zerstört wird. Sie haben also mit dieser Botschaft und mit diesem Asteroidenfeld, was da kommt, nur Gutes getan, die Außerirdischen, und kündigen dann am Ende, nachdem sie gesehen haben, die Menschheit hat diese Aufgabe erfolgreich bewältigt, ist also geeint und ist intelligent genug, das alles zu machen. Da sind sie befriedigt und denken, jetzt können wir die auch besuchen, und kündigen dann ihren Besuch an. Und dann, ich glaube, auf der letzten Seite berühren sich dann, glaube ich, zwei Handschuhe. Ist natürlich auch eine ziemliche Gutmenschengeschichte. Vor allem hatte ich damals schon die Vermutung, die werden doch nicht das Asteroidenfeld selbst auf den Weg gebracht haben, um diesen Test zu machen und dann zu sagen, wenn sie den Test bestehen, ist es gut, wenn nicht, haben wir kein Problem mehr. Dann gibt es noch solche Geschichten wie Childhood's End von Arthur C. Clarke, also die letzte Generation. Da tauchen Aliens auf und wollen die Menschheit auf die nächste Stufe der Evolution heben, also sich zu vergeistigen, also sozusagen das Materielle hinter sich zu lassen. Und erst ganz am Ende des Buches stellt sich heraus, warum niemand diese Aliens jemals zu Gesicht bekommt. Die haben nämlich rote Haut, Hörner und einen langen Schwanz und Pferdehufe. Sehr einflussreich war eine Geschichte von Harry Bates, die heißt Abschied vom Herrn. Das ist das, was alle wahrscheinlich schon mal im Fernsehen gesehen haben. Das hieß als Verfilmung Der Tag, an dem die Erde stillstand. Da soll ja auch die Menschheit mit ziemlich rabiaten Mitteln dazu bekehrt werden, sich doch gefälligst besser zu benehmen. Und dann noch ein Szenario, was wieder neu vielleicht jetzt in Zukunft mehr auftauchen wird, nämlich die Aliens kommen als stellare Flüchtlinge und wollen einfach nur hierbleiben. Kommt uns heute natürlich als ein ziemlich aktuelles Gleichnis vor, ist klar. Da gibt es das Buch Narrenopfer von Ian MacDonald. Das ist zwar schon über 20 Jahre alt, aber hochaktuell. Es gibt auch so Bücher wie Der Mann, der vom Himmel fiel von Walter Tevis, Gefangene des Meeres von James White oder Alien Nation von Alan Dean Foster, wo die Menschen und die Außerirdischen sich zusammenraufen müssen. Und was macht er? Er macht natürlich ein Polizistenpärchen, die Ermittlerkollegen sind, und die lässt er gemeinsam auf Kriminalfälle los. Sehr aktuell noch der Film District 9, ist zwar kein Buch, möchte ich aber hier nicht unerwähnt lassen. Südafrikanischer Film, sehr empfehlenswert, wo die Aliens in einem Ghetto am Rand von Johannesburg leben müssen. Und alle Probleme, die da verhandelt werden, sind dann natürlich bekannt. Also man sieht schon an diesen ganzen Szenarien, dass alle diese Szenarien menschliche Eigenschaften und menschliche Gewohnheiten und Denkstrukturen auf die Aliens projizieren. Das ist genau das, was heute schon mehrfach gesagt wurde. Damit erklärt sich auch das Rätsel, warum die Erstkontaktszenarien seit den späten 80ern, frühen 90ern so selten geworden sind. Weil stattdessen immer mehr Konzepte in der Science-Fiction-Literatur auftauchen, wo die Menschen nur eine Art unter vielen im Kosmos sind. Also da werden immer
Kulturen geschildert, in denen Menschen und Aliens und noch andere Aliens zusammenleben, teilweise auch zusammenarbeiten. Ein berühmtes Beispiel ist die Kultur von Ian Banks, wo überhaupt nicht gefragt wird, ob einer Hände hat oder Tentakel oder Greifzweige, sondern es geht darum, um seine Rolle in der Kultur und das, was er dort macht und die Ziele, die er da verfolgen will. Ich denke, das liegt daran, dass seit den späten 80ern, frühen 90ern das Thema der Globalisierung so tief eingedrungen ist in die Köpfe der Leute oder zumindest der Science-Fiction-Schriftsteller. Bei den normalen Leuten, bei manchen habe ich das Gefühl, da ist gar nichts eingedrungen. Dass also das Bewusstsein, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind, nämlich was vorhin hier oben zu sehen war, Familie, Horde, Stamm, Nation, Menschheit, dass langsam das Bewusstsein sich der Kante nähert, wo die Leute begreifen, dass sie nicht nur Nation sind, sondern auch Menschheit. Und dass aus diesem Bewusstsein heraus die Autoren dann Welten schildern, in denen viele verschiedene Wesen miteinander zusammenleben. Und vielleicht ist das ja ein Zeichen dafür, dass man aus der Science-Fiction-Literatur ablesen kann, dass es doch noch Hoffnung gibt. Jetzt springe ich mal ein bisschen raus aus dem Thema. Es gibt eine Erklärung für das Schweigen des Universums, die in die Erstkontaktkonzepte nicht reinpasst, weil sie beinhaltet, dass es keinen Erstkontakt gibt. Nämlich, vielleicht werden Zivilisationen die Intelligenz immer weiterentwickeln und immer weiterentwickeln, irgendwann nicht mehr intelligenter, sondern auch weiser. Und dann gibt es vielleicht eine Entwicklungsstufe, wo die Intelligenz sich sagt, so, wir haben jetzt die Macht, die Galaxis umzuplanen. Das ist ja das, worauf die SETI-Leute warten, dass irgendwann mal einer eine Dyson-Sphäre baut oder was auch immer, was ganz Großes. Sie sagen, wir könnten das jetzt alles. Aber wir tun es nicht. Uns reicht der Gedanke, dass wir es tun könnten und wir bleiben auf unserem Planeten. Wir haben auch längst nicht mehr so etwas Ordinäres wie elektromagnetische Strahlung, um Signale auszutauschen. Das haben wir weit hinter uns gelassen. Diese Zivilisationen können höchst entwickelt sein und existieren und wir werden niemals was von ihnen erfahren und wir werden auch nie einen Erstkontakt mit ihnen erleben, weil die dann auch in sich ruhen sozusagen. Also dass die sich über das Bestreben, mit anderen Zivilisationen zu reden, hinaus entwickeln. Da sind sie immer noch da. Das Konzept ist so ähnlich wie das des Übergangs zu einer höheren Stufe. Das gibt es ja auch, dass die sich so weit entwickeln, dass sie in der Lage sind, den bloßen Körper hinter sich zu lassen und als körperlose Geistwesen direkt und ohne Raumschiff durch das Weltall zu reisen. Auch in dem Fall wird es keinen Erstkontakt geben und wir werden nie etwas davon erfahren. Also vielleicht wimmelt die Galaxis ja von Leben, aber auf einer Ebene, die wir nicht wahrnehmen können. Und dann haben wir das Problem, dass wir ganz viele Konzepte für Erstkontakte haben, aber es wird leider nie einer stattfinden. Danke. Vielen Dank, Herr Dr. Kruschel. Ich sehe schon, da schon die erste Rückfrage. Erlauben Sie Rückfragen zum Thema Paleo-SETI? Ah, ja. Danke für das Ja, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte nur sagen, also als DDR-Schriftsteller sollte Günter Krupp hat noch genannt werden mit Als die Götter starben, wo es allerdings auch um die Paleo-SETI geht, also Sodom und Gomorra, und den zweiten Teil Nabu, wo also ein Außerirdischer quasi uns auf die Finger schaut. Ganz besonders interessant fand ich allerdings einen Roman, wo ich den Autor nicht mehr im Kopf habe. Es war ein sowjetischer Autor und der Roman hieß Der fliederfarbene Kristall. Der ist deswegen meiner Ansicht nach so interessant, weil dort der Besuch von Außerirdischen oder deren Technik geschildert wird, die nicht auf Kohlenstoffbasis, sondern auf Siliziumbasis existiert haben. Das ist Vetorecht von Alexander Meyerow. Der mit dem Kristall fällt mir auch nicht ein. Ich hätte natürlich diese ganzen DDR-Prähistoriker, das war ja eine richtige Welle eine Zeit lang in der DDR mit der Prähistorik SF, ich wollte das nicht so weit ausbreiten. Man hätte ja noch Fuhrmann erwähnen können, das Raumschiff aus der Steinzeit und diese ganzen Sachen. Ja, Sie haben sich, glaube ich, ein Thema noch entgehen lassen.
nämlich das Szenario, ein Erdenbewohner verliebt sich in eine Außerirdische. Zum Beispiel bei Podlaskitz, aber es gibt auch noch andere. Das wäre dann Herbert Ziergiebel, Zeit der Sternschnuppen. Auch ein sehr schönes Buch, aber offensichtlich als Erstkontaktszenario nicht so ganz ernst gemeint. Zumal das Mädchen ja auch noch aus dem alten Ägypten ist. Ja, Varianten der Szenarien gibt es natürlich sehr viele. Was man vielleicht erwähnen sollte, wäre noch halt die klassische Zoohypothese. Ne? Man sagt, man schottet uns halt bewusst ab. Oder auch eben die Tatsache, dass die Aliens kommen könnten und wollen Kontakt aufnehmen, aber nur nicht mit uns. Das ist halt ein recht guter Star Trek-Film, wo sie halt den Wahlen interessiert sind, weil sie wirklich in die Gegenwart. Und es gibt aber letztendlich unendlich viele Varianten. Ja, das ist eine Variante von, die Aliens treffen uns, interessieren sich nicht, wir sind ihnen egal. Das gibt es natürlich auch. Ja, jetzt von Experte zu Experte, Herr Dr. Stemmler. Nur ein ganz kurzer Kommentar. Also ich fand ungeheuer, was du da alles zusammengetragen hast. Also diese Breite der Vorstellungen. Ich glaube, das ist für uns überhaupt sehr wichtig, dass wir überhaupt mal einen Blick drauf werfen, wie weit die Fantasie schon ist, was schon alles vorstellbar geworden ist und was man also zumindest mal sichten sollte, um dann zu überlegen, was ernsthaft davon in so einem Forschungsnetzwerk zu bedenken ist. Aber das Interessante ist, dass die Erstkontakte mit Aliens nach irdischen Erstkontaktmustern von Kulturen meist modelliert werden. Einige wurden schon angesprochen. Es würde mich interessieren, ob dir aufgefallen ist, dass das vielleicht auch tatsächlich mal nach Erstkontakt zwischen Mann und Frau modelliert worden ist. Fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Außerdem nicht ganz ernst gemeinten Zeit der Standschnuppen vielleicht. Ja. Ja, Wolf Weitbrecht mit seinen Schwanenjungfrauen vielleicht. Und dann gab es noch ein Buch, wo die Siedler auf einem Planeten durch irgendwelche Strahlung steril geworden sind und reichen die wenigen zeugungsfähigen Männer durch die von Frau zu Frau in der Hoffnung, dass irgendwie was passiert. Und dann kommt ein Kosmonaut von der Erde und dann wird er da als Zuchtbulle rumgereicht. Was war denn das? Ach, das war... Ich habe eher an Strukturen dieses Kontakts gedacht. Ach so, ich weiß. Annäherung, wechselseitiges Zaudern, zurückweichen, dann also sozusagen diese Dramatik, die sich in zwischenmenschlichen Erstkontakten abspielt, ob die von der Struktur her sich nicht doch auch manches Mal in Science Fiction über Erstkontakt findet. Aber das wäre eine echte Forschungsfrage. Also ich habe da auch jetzt nicht gleich schöne Beispiele. Da müsste ich jetzt erst lange drüber nachdenken. Auch mir ist gerade eingefallen, das mit dem Planeten, wo die alle unfruchtbar geworden sind, das ist Kairos von Rainer Fuhrmann. Sowjetischer Schriftsteller, das Mädchen aus dem All. Ja. Jefremov. Hat aber eigentlich einen anderen Titel, ne? Genau, die Wolken aus Andromeda. Gibt es aber leider nur verstümmelte deutsche Version. Es gibt einen Film, der vor etwa 25 Jahren in den Kinos war, Enemy Mine. Da kommen ungefähr Verhaltensweisen, also auf freundschaftlicher Basis, die entstehen dort etwa so, wie Steinmüller das andeutete. Ja, Enemy Mine habe ich auch dran gedacht, aber da ist es ja kein Erstkontakt, da ist ja schon seit vielen Jahren Krieg zwischen den Leuten. Das habe ich nicht so, habe ich nicht als Erstkontakt durchgehen lassen. Weil ich musste ja sortieren, ich hatte ja am Anfang hier 17 Seiten. Ja, dann vielleicht ganz zum Schluss noch von mir die Frage, was wäre denn Ihr persönliches Lieblingsszenario, was Sie favorisieren, vielleicht einmal aus literarischer und einmal aus, sagen wir, realistischer Sicht? Aus realistischer Sicht wäre das Szenario, dass wir irgendwann mal auf Außerirdische stoßen und sie nicht verstehen und sie uns nicht verstehen, wir nicht verstehen, was sie tun, sie nicht verstehen, was wir tun
und alles relativ gefrustet zurückbleibt. Ich will nicht so weit gehen wie Daniel Gerritsen, der der Meinung ist, dass automatisch eine planetenweite Panik ausbricht, wenn wir feststellen, dass es Außerirdische gibt. Da habe ich doch noch, ist vielleicht ein bisschen blauäugig, dass ich noch so viel Hoffnung in die Menschheit setze, dass das nicht passiert. Wünschen würde ich mir natürlich, dass die Vulkanier kommen. Vielen Dank, Herr Dr. Kruschel.